Großer Gott. Doktor? Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. Kommen Sie ja nicht näher. Ich warne Sie. Nein! Dieses widerliches Schwein! Hey, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Wir können laufen, ich wusste das gar nicht, aber laufen wir mal schnell. Wo lang? Ja, erstmal hier lang irgendwie. Alles okay. Oh Gott, da hinten, da vorne, da geht's raus. Ich sag dir zurück! Weg, Mutter! Müssen wir weg? Aber schnell. Komm schon. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid.
Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Ja, das ist manchmal schon ein harter Kerl, der. Vorsichtig. Wir müssen wohl laufen. Geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Warum spielen wir jetzt Ellie anstelle von Joel? Hier lang? Ich laufe auch mal die andere Richtung lang. Okay, da gibt's aber. Wie sind denn die hingekommen? Wenn die. Der Weg hier einfach am Nichts endet. Naja. Aber wieder schön hier die Berge und die Wälder. Sind wir wahrscheinlich wieder in Richtung zu Tommy, oder? Das ist unser neues Zuhause. Okay, ich meine, er hat recht, sie würde ihm wahrscheinlich folgen, aber sie deswegen umbringen? Ich weiß es nicht. Schaut mal, da geht es auch gut nach unten. Da hätten ein schöner Fluss noch und die Berge im Hintergrund. Schön gemacht, muss ich schon sagen. Jackson City. Look forward, achtet auf die Nacht. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Du hast keine Waffen mehr? Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Bestimmt. Kann ich mir vorstellen, dass die zwei sich gemocht hätten, auch wenn. Oh. Hör mal da. Wir sind fast da. Schönes Örtchen hier. Hier noch ein kleiner Bach, der darunter. Es ist nicht mehr weit. Hier runterfließt, kann ich sie auch mal anders holen? Nee. Aber schön hier, da kleine Wasserfall da. Schaut mal hier. Da ist ein Damm. Mist. Ich komme schon. Joel. Ich komme. Ich frag mich nur gerade, warum wir wieder sie spielen. Was ist denn jetzt lang gelaufen? Ja. Verdammt, hätte aufpassen sollen. Jetzt weiß ich nämlich gar nicht, wo es lang geht. Hier, ich helfe dir. Ach so, er ist schon oben. Na und jetzt? Gib mir deine Hand. Ja, mach ich. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert...
Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Okay. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen von The Last of Us. Ja, damit beendet sich ein wirklich wunderschönes kleines Projekt, The Last of Us. Ein Spiel, was ich wirklich sehr gerne gespielt habe. Falls ihr euch wundert, dass der Ton von mir etwas anders anhört, liegt einfach daran, dass leider die GEMA das Video aufgrund des Songs im Abspann gesperrt hat, was ich sehr schade finde, denn das Video ist wirklich. Der Song ist wirklich 1A und wirklich sehr, sehr schön und passt auch stimmig zu The Last of Us. Quasi so ein bisschen Gitarrengefiedel, sehr schön. Aber leider, Gitarrengezupfe natürlich, besser gesagt. Aber leider wurde es halt, wie gesagt, gesperrt. Deswegen hört ihr jetzt Strange Way von den Silent Partnern von YouTube. Viel Spaß dabei. Ja, noch ein paar abschließende Worte dazu über The Last of Us. Das ist natürlich, war mir ein wunderschönes Spielchen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Unglaublich viel passiert, unglaublich viel gesehen, unglaublich viel erlebt, das muss man auch mal dazu sagen. Und hat es zwar seine Schwächen, teilweise war es schon ein bisschen repetitiv, weil man schon etwas, beziehungsweise die ganze Zeit eigentlich dasselbe gemacht hat, man von Klickern weggeschlichen hat, Klicker umgeschossen und hat normale Leute umgeschossen, aber ansonsten. Natürlich trotzdem der Survival Aspekt im Spiel wahnsinnig groß, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit Ellie und mit Joel durch die Gegend zu schleichen und irgendwie ein gutes Schicksal für die beiden herbeizusehen, würde ich mal sagen. Und dabei ist wirklich, wirklich, wirklich sehr emotional. Ich erinnere nur gerne an die Szene mit Tess, die wir ja am Anfang an irgendwie kennengelernt haben. Und sehr, sehr, eigentlich, ich habe die Szene sehr gemocht, weil die war schon ein bisschen speziell, würde ich sagen. Und nachher, ihr wisst ja, ist sie leider gestorben, weil sie von einer Klinge gebissen wurde. Ähnliches mit Sam und seinem Bruder Henry. Sam wurde ja auch gebissen und Henry hat sich daraufhin selbst das Leben genommen, weil es ihm keinen Sinn mehr hatte, ohne seinen kleinen Bruder rumzulaufen. Oder natürlich auch Joels Tochter Sarah, die ja auch am Anfang schon innerhalb der ersten Folge leider sterben musste, um auch so ein bisschen den Hintergrund von Joel zu erzählen. Ja, wie gesagt, ich fand das Spiel wahnsinnig toll. Und möchte damit an dieser Stelle natürlich Naughty Dog danken, dass sie uns dieses wunderschöne Spiel beschert haben. Aber natürlich gilt mein ganz, ganz großer Dank natürlich allen von euch, die auch nur eine Minute dieses Let's Plays geschaut haben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt und auch noch diesen Abspann hier genießt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem nächsten Projekt wieder, wenn es wieder heißt, der Mascha zockt. Bis dahin. Ciao, ciao.
Thank you.